Heute verrate ich dir die einzig wahre Wahrheit über Waschstraßen. Das war die Autolackaffen-Waschmethode. Schreib mal in die Kommentare, wie du am liebsten ein Auto wäschst. Ich fahre mit meinem Auto schon seit 100 Jahren in die Waschstraße und habe nicht einen einzigen Kratzer. Ist doch alles Quatsch, was ihr da macht mit der Handwäsche. Einfach in die Waschstraße fahren. Wer hat denn Zeit, sein Auto 2 Stunden zu waschen? Ich habe doch noch andere Sachen zu tun. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Die Bürsten sind doch aus Mikrofaser, da passiert doch gar nichts. So oder so ähnlich habe ich schon oft unter unseren Videos gelesen, sei es in Videos, wo ich eine Waschmethode erkläre oder aber auch in Videos, wo ich vor Waschstraßen und Waschanlagen warne und deren Konsequenzen für den Lack und fürs Auto zeige. Hinter mir steht ein relativ neuer Porsche Cayenne Coupé, der von uns aufbereitet wurde, eine Keramikversiegelung bekommen hat und ein einziges Mal durch die Waschanlage gefahren ist. Und jetzt zeige ich euch mal die wirkliche Wahrheit, was so eine Waschanlage mit dem Lack macht. Jetzt haben wir den Wagen nochmal gewaschen und ohne Licht könnte man denken, glänzt der noch wie Hölle. Die Keramik hat es tatsächlich auch überlebt, also sie perlt noch. Was soll denn so schlimm sein? Aber ich würde sagen, wir nehmen mal die Lampe der Wahrheit dazu und dann zeige ich euch, wovon ich spreche. Wir sehen, wir haben diverse Verkratzungen auf der Oberfläche, sowohl oberflächlicher Art, die aber trotzdem ganz massiv sind. Also das Auto sieht eher so aus, als wäre es schon mehrere 10.000 Kilometer gefahren und immer mal wieder in die Waschstraße. Und wir haben sogar einzelne tiefe Kratzer und das wirklich unmittelbar, nicht mal 1.000 Kilometer nach unserer Keramikversiegelung bei der allerersten und einzigen Wäsche in einer Waschanlage. Es war wirklich, ich schwöre auf Gott, eine einzige Waschanlagennutzung und das ist wirklich eine Katastrophe. Der Kunde zahlt mehrere hundert oder auch 1.000 Euro und mehr für eine Aufbereitung mit Keramikversiegelung. Das Auto steht einmal in der Waschanlage und man kann eigentlich wieder von vorne anfangen. Wir machen jetzt das gleiche Programm und noch ein bisschen mehr wie beim Neuwagenzustand. Das heißt, der Kunde bzw. in dem Fall der Anlagenbetreiber hat die gleichen Kosten zu tragen wie bei der Initialaufbereitung. Es war alles für die Katz und vor allen Dingen, wir verlieren natürlich Lackschichtdicke, weil wir die Kratzer jetzt wieder reduzieren müssen. Dafür müssen wir polieren und beim Polieren wird Lack abgetragen. Deswegen an der Stelle, wenn es irgendwie möglich ist und dein Auto dir in irgendeiner Form wichtig ist, nutze bitte nicht die Waschanlage oder Waschstraße. Aber auch, falls du sagst, ich möchte sie unbedingt nutzen, weil es nicht anders geht, weil ich es nicht schaffe, weil ich keine Zeit habe, gebe ich dir jetzt die wichtigsten Tipps und die wichtigsten Fragen zur relativ sicheren Nutzung von Waschanlagen und Waschstraßen. Die Frage, die ich dir als erstes beantworten möchte, ist, was ist besser, eine Waschanlage oder eine Waschstraße? Jede Waschstraße ist gleichzeitig eine Waschanlage, aber nicht jede Waschanlage ist eine Waschstraße. Hä? Klingt komisch, ist aber so. Meine Definition einer Waschanlage ist dieses typische Portal, also eine Anlage, die sozusagen die Funktionalität hat, ein Auto zu waschen, ist eine Waschanlage. Eine Waschstraße ist eine Waschanlage, weil ich habe auch eine Anlage drin, die die Funktionalität hat, wo ich aber mit dem Auto durchfahre, also wo das Portal nicht vor- und zurückfährt, wo ich verschiedene Einrichtungen habe, die in unterschiedlichen Arbeitsschritten mein Auto waschen. Das bedeutet also, wenn ich das Auto maschinell waschen lasse, dann bitte in einer Waschstraße, das heißt in einer größeren Einrichtung, die mehrere Funktionalitäten hat, das heißt, die abspült, die reinigt, die Schaum aufsprüht, die die Räder oder Felgen reinigt, also alles nicht in einem Ding vereint, sondern in mehreren Schritten, weil die ganze Anlage dann komplexer ist, hochwertiger und genauer auch eingestellt werden kann. Um jetzt mal ganz konkret zu werden, typische Waschanlagen sind diese Portalanlagen, die häufig an Tankstellen stehen oder auch in Autohäusern genutzt werden, die manchmal mehr oder weniger schlecht gewartet werden und wo keine großartige manuelle Vorarbeit erfolgt. Das heißt, man fährt mit dem Auto rein, drückt auf den Knopf und es geht los. Das große Problem hierbei ist, dass keine große Vorreinigung stattfindet. Das heißt, wenn das Auto sehr schmutzig ist nach einer langen Reise oder nach einer langen Zeit ohne Wäsche, fängt das Portal sofort an, da zu waschen. Und selbst wenn es maschinell das Auto einmal abspült, ist natürlich diese fertig oder diese einmal fix eingestellte Düsenvorrichtung nicht optimal geeignet, um wirklich den größtmöglichen Schmutz abzuspülen. Das heißt, das Optimum ist auf jeden Fall eine Waschstraße, wo vorher ein Mensch vorsteht, der manuell vielleicht mit dem Vorreiniger, aber zumindest mit dem Hochdruckreiniger das ganze Auto einmal abspült, um den ganzen losen Sand zu entfernen, weil der macht nämlich die krassen Kratzer in Verbindung mit der schnellen Drehung von den Bürsten und dem Dreck, der in den Borsten gefangen bleibt. Wenn du dich jetzt entschieden hast, eine Waschstraße zu benutzen, dann gibt es aber einige Sachen, die du unbedingt beachten solltest und die Frage, was ist bei der Nutzung einer Waschanlage zu beachten, beantworte ich dir jetzt. Mit einem wachsversiegelten Auto solltest du auf keinen Fall in die Waschanlage fahren, wenn dir dein Wachs etwas lieb ist, denn du weißt nicht, welche Chemie in der Waschanlage benutzt wird, wie stark die ist. Im schlimmsten Fall ist nach einer Wäsche jede Lackversiegelung außer der Keramik runter. Punkt Nummer 2.
Habe ich schon kurz angedeutet, achte auf jeden Fall bei der Auswahl der Waschstraße darauf, dass manuell vorgereinigt wird. Also jemand davor steht und die Vorreinigung mit einem Hochdruckreiniger macht, weil der sieht, wo das Auto besonders schmutzig und sandig ist und kann da individuell drauf eingehen. Wenn du das erste Mal zu einer Waschstraße fährst, guck dir, bevor du mit deinem Auto reinfährst, den Pflegezustand der Anlage an. Wenn du in den Tunnel reinguckst oder reinfährst, falls du die Möglichkeit hast, ein anderes Auto zu nehmen, wo es vielleicht nicht drauf ankommt, oder mal bei jemandem mitzufahren, dem sein Auto egal ist, dann guck dir an, wie gepflegt ist die gesamte Anlage, wie gepflegt ist so die Umgebung. Also wird die Anlage regelmäßig gewartet und sauber gemacht. Denn je gepflegter und sauberer eine Anlage, desto besser das Reinigungsergebnis und desto weniger Kratzer auf dem Lack. Wir sagen ja zur manuellen Hochdruckreinigervorreinigung, aber nein zu der Waschbürste, die häufig angesetzt wird, um das Heck ein bisschen sauberer zu machen. In der Folge wird dein Auto vielleicht ums Kennzeichen herum und unter der Kofferraumklappe nicht ganz so sauber. Aber diese Bürsten, die verwendet werden, die stehen den ganzen Tag in irgendeinem Wascheimer, werden nicht großartig sauber gemacht. Und aus interner Quelle habe ich erfahren, dass sie damit teilweise sogar die Wände der Waschstraße schrubben und danach am nächsten Auto anwenden. Also bitte nein zur Waschbürste. Achte darauf, dass die Anlage mit Mikrofaserborsten oder Mikrofaserlappen an den Bürsten ausgestattet ist. Nylonborsten gehen gar nicht. Ideal ist es, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin nach der Wäsche manuell die Einstiege nachtrocknet, so hast du keine Wasserflecken. Alternativ Mikrofasertuch einpacken und draußen nochmal trocknen. Und mein letzter Punkt ist, guck dir vor der Nutzung der Waschstraße auf jeden Fall die Google-Bewertung an. Hier kannst du Rückschlüsse daraus ziehen, wie gut und gepflegt eine Anlage ist und vor allen Dingen, wie der Anlagenbetreiber mit Kritik und Schaden umgeht. Bevor ich dir jetzt noch meine zwei Geheimtipps zu Waschstraßen in Deutschland mit an die Hand gebe, habe ich noch mal einen kleinen Insider organisiert. Der liebe Dominik hat, bevor er herkam, 8 Monate lang in einer Waschstraße gearbeitet und kann dir sagen, worauf du noch unbedingt achten musst. Tipp Nummer 1, verzichtet auf die Bürste. Die Bürste haben wir bei uns zur Wändereinigung genommen und ähnliches und nicht ausgespült, einfach nur eingetunkt. Also dann lieber danach mit dem Detailer die Waschschatten wegwischen oder irgendwie darauf verzichten auf jeden Fall. Tipp Nummer 2, achtet darauf, was für ein Fahrzeug vor euch steht. Wenn das Fahrzeug total versandet ist, bringt euch das nichts, danach reinzufahren. Tipp Nummer 3, achtet auf die Tageszeit. Wenn viel los ist, gibt es 20 Sekunden Vorgabe für die Vorwäsche und das war's. Tipp Nummer 4, gib den Vorwäscher Trinkgeld. Er nimmt sich vielleicht 30 Sekunden mehr Zeit, weil die Vorgabe ist nur 20 Sekunden pro Auto. Und wenn es ganz hart drauf ankommt, fragt an der Information. Viele haben eine Motorwäsche und können dann Vorwäsche für 5 bis 15 Euro machen. Tipp Nummer 5, das Programm ändert nicht die Reinigungsleistung, sondern nur, welches Wachs verwendet wird. Tipp Nummer 6, wenn ihr in der Waschstraße seid, achtet auf das Fahrzeug vor euch. Guckt, ob die Felgenbürsten richtig eingestellt sind, weil es kommt oft vor, dass die daneben ziehen. Letzter Tipp, macht Fotos vor der Wäsche. Bei Reklamation wird oft gesagt, das war schon vorher. Das waren meine 7 Tipps, das war's von mir. Merci. Ich bleibe trotzdem dabei, der Idealweg, ein Fahrzeug zu reinigen, ist die Handwäsche. Also das möchte ich dir an der Stelle nochmal dringend ans Herz legen. Falls du darauf nicht hören möchtest, hast du jetzt die Tipps von uns bekommen, wie du bei der richtigen Waschstraßenauswahl vorgehen kannst. Bei mir persönlich gibt es 2 Waschstraßen, die, wenn überhaupt, in Frage kommen. Das ist einmal die Anlage oder die Anlagen von Cosiwasch. Ich glaube, die gibt es nur im Raum Berlin und Brandenburg, die wirklich sehr gepflegt sind. Und Platz Nummer 1, nochmal deutlich vor Cosiwasch, Mr. Wash. Die gibt es wirklich deutschlandweit, haben zu einem fairen Preis sehr gepflegte Anlagen fürs Waschstraßenniveau und die kann man ja in vielen Standorten in Deutschland finden. Guck dir ansonsten gerne auch bei dir in der Gegend privat betriebene Waschstraßen an. Da gibt es mit Sicherheit auch hervorragende Anlagen, geführt von Leuten, die ein Auge dafür haben, die auch wirklich aus dieser Maschinenwäsche das Beste rausholen. Das will ich gar nicht sagen, dass sich keiner außer diese beiden Ketten Mühe gibt. Deswegen informier dich einfach, nutz die Tipps, die wir dir gegeben haben und finde für dich die passende Waschstraße. Oder aber lass dich von mir zur Handwäsche bekehren. Wenn du dafür Videos brauchst, gibt es zahlreiche Videos. Einfach mal Autolackaffen, Autowaschen eingeben. Dann kannst du dich tagelang damit beschäftigen, wie du gründlich und auch schnell dein Auto waschen kannst. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Denk unbedingt an die Dicon 23. Gerade wenn du vielleicht Einsteiger im Thema Autopflege bist, lernst du dort zahlreiche Hersteller kennen, kannst alle deine Fragen stellen und beim Szenetreff auch viele, viele Dinge ausprobieren. Und ich würde sagen, nutze die Gelegenheit. Link zu den Tickets findest du hier unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns am 6. Mai in Einbeck und im nächsten Video. Bis dann. Hau rein.